Hallo, ihr wundervollen Zauberwesen. Es ist wieder an der Zeit, ein Spiel vom Stapel der Schande zu nehmen. Es ist heute Back to the Future, the Game. Neues Spiel. Ich bin unerfahren. Nein, ich kenne mich aus. Okay, ich bin bereit. Guten Abend, ich bin Dr. Emmett Brown. Ich stehe auf dem Parkplatz der Twin Pines Mall. Es ist Samstag früh am 26. Oktober 1985, 1.18 Uhr. Und dies ist Zeitexperiment 1. Komm, Einie. Hierher, guter Junge. Rein da. Mach schön Sitz. Anschnallen. So ist es fein. Wow, wow, wow. Okay. Einsteins Uhr ist auf die exakt gleiche Zeit eingestellt wie meine. Hast du das? Ja, alles klar, Doc. Gut, gute Reise, Einstein. Pass mit dem Kopf auf! Sagen Sie bloß, Sie fahren den Wagen. Damit. Pass auf! Okay, gut. Hab es. Nicht mich, den Wagen, den Wagen! Wenn deine Berechnungen stimmen, dann wirst du bei Tempo 140 etwas wirklich Unglaubliches erleben. Alter! Ha, was hab ich dir gesagt? 140 Stundenkilometer! Die Zeitverschiebung ereignete sich exakt um 1.20 Uhr. Er hat Einstein aufgelöst. Nein! Verdammt, ist das heiß! Um Himmels Willen, Doc, Sie haben Einstein aufgelöst! Beruhige dich, Marty! Ich habe gar nichts aufgelöst! Die Molekularstruktur von Einstein und dem Wagen sind völlig intakt! Und wo zum Geier sind Sie dann? Die richtige Frage lautet: Wann zum Geier sind Sie? Einstein ist soeben der erste Zeitreisende der Welt geworden. Ich habe ihn in die Zukunft geschickt. Eine Minute in die Zukunft, um genau zu sein. Und um genau 1.21 Uhr und 0 Sekunden setzt er mit der Zeitmaschine wieder hier auf. Sie haben aus einem DeLorean eine Zeitmaschine gebaut? Moment, Doc. Sekunde. Wollen Sie mir weismachen, dass Sie eine Zeitmaschine aus einem DeLorean gebaut haben? Ja, ich sehe das so. Wenn man eine Zeitmaschine in einen Wagen einbaut, dann bitte schön mit Stil. Abgesehen davon, die rostfreie Stahlkonstruktion macht die Funktion. Pass auf! Doc? Das ist seltsam. Wo ist das Auto, Doc? Es hätte vor 27 Sekunden hier sein sollen. Doc, was ist mit Einstein passiert? Kein Grund zur Sorge. Es ist wahrscheinlich nur eine kleine Abweichung der Zeitleitungen. Marty, gib mir mein Notizbuch. Es sollte im Werkzeugkasten sein. Doc braucht sein Notizbuch. Lass Marty nach links laufen, bis du Docs Notizbuch sehen kannst. Ja. So Leute, Menschen, die Stil haben und den Film kennen, wissen, irgendwas ist hier anders. Das hätte nicht passieren sollen. Wir holen mal Doc sein Notizbuch. Doc Brown Enterprises. Was ist das? Was ist in der Kiste? Nicht anfassen! Das ist Plutonium! Plutonium? Wie glaubst du, generiere ich 1,21 Gigawatt Energie? Oh mein Gott. Das muss ich erstmal Doc fragen. Kann ich mit Doc reden? Doc? Keine Zeit für lange Reden, Marty. Geh zum Werkzeugkasten und hol dir das Notizbuch. Meine Sprache ist ein bisschen abgehackt. Ich denke mal, da wurden die Animationen auf die englischen Soundsample getrimmt, die ich nicht benutzen werde. Notizbuch, Notizbuch. Hab's. Fluxkompensator? Das ist es! Was bitte ist ein Fluxkompensator? Meine neueste Erfindung. Damit werden Zeitreisen möglich.
In diesem Notizbuch habe ich fast 3 Jahrzehnte wissenschaftlicher Durchbrüche gesammelt, die nötig waren, um eine Zeitmaschine zu bauen. Fällt es in die falschen Hände, wäre das katastrophal. Mal sehen. Masse gleich E mal Z und E ist gleich die Quadratwurzel von Z mal C Quadrat und die Fluxkompensationsrate ist umgekehrt proportional zur 4. Wurzel von N. Im 9. Naja, auf jeden Fall. So ist das nicht abgelaufen. Doc, irgendwas läuft hier total schief. Doc? Großer Gott! Doc, was ist? Ich habe einen furchtbaren Fehler gemacht. Doc! Nein! Es tut mir leid, Marty. Doc! Kommen Sie zurück! Doc! Doc! Marty! Buster! Ist alles okay? Ja, Mom. War nur ein Albtraum. Ich war in der Vergangenheit und Doc war da. Nun bist du ja wieder gesund und munter. Zurück im guten alten Jahr 1900. Die Postkarte. Aber steh jetzt besser auf. Dein Vater wartet auf dich. Hä? Wolltet ihr euch nicht bei Doc treffen? Verdammt, ich bin spät dran. Back to the future, the game. Entschuldigung. Episode 1. Es ist an der Zeit. Skript und Design von Andy Hartzell und Mike Stemmel. Art Director Derek Sakai. Verantwortlicher für Animation Peter Zxaikiel. Verantwortlicher Choreografie Eric Parson. Verantwortliche Programmierung Randy Trudeau. Leitung Dennis Leonard. Berater für die Handlung, Bob Gale. Räumungsverkauf. Dad, hat er schon begonnen, der Verkauf? Besser spät als nie. Du würdest nicht glauben, was man hier hinten für seltene Dinge findet. Das gehört Doc, Dad. Die Stadt hat nicht das Recht. Ich weiß, dass du verärgert bist, aber dein Freund war monatelang verschwunden und die Stadt ist versessen darauf, seinen Grund zum Bau des neuen Parkhauses zu nutzen und... Hey, ist das eine Erstausgabe von Jules Verne? Das ist nicht fair. Aber zumindest kann es nicht noch schlimmer kommen. Hey, Marty! Hi, Biff. Schaust du, ob bei dem Verrückten ein paar Schätze vergraben sind? Hi, Copyright-Klage. Nein, ich schätze, ich... schwelge nur in Erinnerung. Wähle Objekte im Labor aus, um sicherzugehen, dass Doc hier nichts Gefährliches vergessen hat. Können wir nochmal rausgehen? Ich bleib lieber hier. Doc hat vielleicht etwas Wichtiges zurückgelassen und er will sicher nicht, dass es bei Biff landet. Ja, das denke ich auch. Was haben wir hier? Uhren. Ich frag mich, warum Doc die nicht mitgenommen hat. Gute Frage. Mehr Uhren. Das würde Jennifer gefallen. Sie mag alten Kram. Fernseher? Hat es die Natur so eingerichtet, dass man selbst mit einer Zeitmaschine nicht eingreifen kann, um zum Beispiel seine eigene Zeugung zu verhindern? Ein Aquarium? Ich wusste gar nicht, dass Doc Fische hatte. Docs Fische hatten einen komischen Geschmack. Fast so wie Doc.
Hm, wirklich? Die Hundefüttermaschine, mit der Teil 1 begonnen hat. Hey, lass mich! Biff, lass Marty jetzt in Ruhe. Er macht gerade eine schwere Zeit durch. Oh, klar. Entschuldige, Marty. Biff. Einsteinsnapf. Einstein fehlt mir. Was haben wir hier sonst noch so? Hier ist nur George. Diesel Wernbücher, hier eine Liste mit den ganzen Sachen, die wahrscheinlich schon verkauft wurden. Das Bett können wir nicht angucken. Was ist das hier? Ja, der Verstärker. Lasst uns mal richtig aufdrehen. Oh, mit Schumackes. Können wir das Ding wieder kaputt machen? Hast du dir Diadocs Modell von Hilberti angesehen? Warte mal. Hinweislevel ist außen, aus hier, ne? Ziel einblenden aus, also das ist Tutorial am Anfang. War stärker, wuh! Es hat ewig gedauert, sie zu reparieren, nachdem ich sie überladen hatte. Und jetzt kauft sie irgendein Trottel für ein paar Cent. Hm. Stimmt wohl. Was haben wir hier vorne? Nichts weiter. Hier ist nur der Verstärker. Kann ich mit Vater reden? Gucken wir mal nach hinten. Elektrische Geräte. Sieht aus wie ein Blitzableiter mit Handkurbel. Oder vielleicht ein blitzbetriebener Bleistiftanspitzer. Der Verstärker schaut jetzt ein bisschen, ne? Hey, Biff. Hey, Biff. Oh, hi, Marty. Was machst du hier? Ich war auch überrascht, als ich hörte, dass der alte Spinner den Löffel abgegeben hat. Er ist nicht. Ich kann's mir nicht verkneifen, in seinen Hinterlassenschaften zu stöbern. Wie sagt man, einem geschenkten Gaul schaut man nicht in die Augen. Nein. Doc ist nicht tot. Er ist immer noch irgendwo. Ach, wirklich? Siehst du ihn hier irgendwo? Das sind, glaube ich, alles sogar... Entweder sind die Sprecher sehr ähnlich oder sind es sogar die Originalsprecher aus der deutschen Synchro. Das finde ich voll gut. Ich suche nach etwas ganz Bestimmtem. Ja? Etwas Wertvolles? Er stand da gerade schon. Locks in das Notizbuch. Er muss es irgendwo haben. Okay, Biff. Vergiss es. Was haben wir hier noch? Ja, ich gucke mir das bestimmt doch gerne an. Der Gedankenlesehelm. Den kennen wir auch noch. Da freut er sich bloß. Hier sind riesige Ausdrucke. Ernsthaft, wir hatten so einen großen Drucker. Das ist nicht im Vordergrund, ne? Musik. Hey, lass mich probieren, Marty. Ey. Biff, gib Marty auch mal die Gitarre. Sie haben recht, Mr. McFly. Gitarre? Genug von dem Mist. Hey. Also, Biff? Entschuldige, Marty. Jetzt gibt's Musik. Genug von dem Mist. Na gut. Also, Biff? Schauen wir uns mal das Modell an. Cool. Doc hat dieses Modell der Innenstadt von Hill Valley schon 1955 gebaut. Sogar die Turmuhr funktioniert. Was zum... Ist das Docs Notizbuch da drin? Da ist es. Hey, das sieht genau aus wie das Gerichtsgebäude. Das muss man ihm lassen. Er hat geschickte Hände. Biff, kann ich das mal sehen? Das würde super in mein Aquarium passen. Was Neues für den Karpfen zum dran knabbern. Ich hab's erst gesehen. Das Modell, in das Modell schauen, Familienbindung, was nehme ich nur? Das klingt zu... Nein. Komm, du kennst meine Eltern doch schon ewig. Ja, und? Könntest du mir nicht das Modell des Gerichtsgebäudes geben? Der alten Zeiten wegen. Nö, ich denke, das behalte. Gib es her, Biff. Naja, mal sehen, was wir hier haben. Sieht aus wie ein Plan für irgendwas. Was ist ein Fluxkonformator? Das geht dich nichts an. Doc wollte, dass ich... Brown ist hinüber, Kleiner. Aber das könnte etwas wert sein. Mist.
Wenn du Hilfe dabei brauchst, Docs Notizbuch zurückzubekommen, klicke auf Hinweise. Nein, ich brauche deine Hilfe nicht. Geh weg. Hey, Biff. Das Notizbuch ist gefährlich, wertvoll, wertlos, eine Erinnerung, oder du wirst es nicht verstehen. Oder ich kauf's dir ab. Okay. Es ist gefährlich! Du kannst das Notizbuch nicht behalten, es ist zu gefährlich. Wird es etwa explodieren, oder was? Nun, so etwas in der Art. Ich versuch mein Glück. Das ist klasse, wenn die Untertitel nicht mit dem Gesprochenen übereinstimmen. Es ist nur ein Notizbuch mit Docs Kritzeleien. Was hat Doc schon erreicht? Nichts. Dann ist es wertlos, oder? Wäre es wertlos, würdest du es nicht unbedingt haben wollen. Ich will das Notizbuch nur, weil ich daran hänge. Es ist wie ein Stück von Doc. Doc ist tot. Zeit, dass du darüber hinwegkommst. Du würdest es nicht verstehen. Das Notizbuch wäre für dich bedeutungslos. Du würdest nicht verstehen, worum es geht. Willst du sagen, ich wäre zu dumm? Ja. Ich bezahle dafür. Wie viel? Zu wenig. Ah, das bringt doch nichts. Ach, vergiss es. Okay. Vielleicht kann ich... Genug von dem Mist. Also, Beth? Entschuldige, Marty. Ne, ich kann währenddessen nichts machen. Ich kann also nicht ablenken. Gehen wir zu Vater. Ah, ich verstehe. Doch vorher. Hey, Dad. Wer ist für den Kampf verantwortlich? Doc lebt. Ich kann meine Kämpfe selber austragen, Dad. Und ich hatte einen Traum. Wer ist überhaupt für den Verkauf verantwortlich? Oh, das bin dann wohl ich, Junge. Du? Warum? Nun, als klar wurde, dass die Bank den Verkauf durchführt, habe ich mich freiwillig gemeldet. Ich wollte sicher gehen, dass Docs Sachen mit einem Mindestmaß an Respekt behandelt werden. Nicht wahr, Biff? Genau, Mr. McFly. Aber Doc lebt. Hör zu, dieser Verkauf ist ein Witz. Doc ist erst seit ein paar Monaten weg und zufällig ja, weiß ich... Ja, du hast es uns erzählt. Er ist nicht tot, sondern verreist. Angenommen, du hast recht. Hast du daran gedacht, dass diese Reise eventuell nicht ganz freiwillig war? Ich sage es nur ungern, aber Doc hatte eine Menge Schulden überall hier in der Stadt. Vielleicht versteckt er sich vor seinen Gläubigern. Könnte sein. Du hast ein völlig falsches Bild von Doc. Sicher, er kann nicht mit Geld umgehen, weil er nun mal größere Dinge im Kopf hat. Trotzdem ist er ein aufrichtiger Mensch. Er würde niemals vor seinen Problemen davonlaufen. Nein, du kennst ihn besser als ich, mein Junge. Aber die Bank hat das Recht, seine Sachen zu verkaufen. Wahrscheinlich solltest du versuchen, ein paar bezahlbare Dinge für dich zur Erinnerung zu finden, bevor Biff sich alles schnappt. Ja. Dad, wegen Biff, ich weiß, du willst helfen. Er spuckt große Töne, mein Junge, aber so zäh ist er nicht. Ich habe schon lange mit ihm zu tun. Ich weiß, wie ich mit ihm umgehen muss. Ich aber auch. Ja, das stimmt wohl. Okay, mein Junge, ich halte mich da raus, aber du weißt, wo du mich findest. Probleme? Biff? Er hat diese Sache und... Oh nein! ...unbedingt zurück. Das wollte ich nicht... Wenn er etwas von dir gestohlen hat. Nein, es ist eins von Docs Notizbüchern. Er hat es zuerst gefunden, aber... Oh, dann kann ich dir wohl auch nicht helfen. Ich schätze, du musst seine gute Seite wecken. Oder so. Ich wollte eigentlich fragen, was er da macht. Oder so. Okay. Glaubst du, Träume können die Zukunft vorhersagen? Ich mag ja dieses mystische Zeug nicht besonders. Ich glaube aber, dass sie widerspiegeln können, was du über die Zukunft denkst. Beim Antesten eben habe ich ihn auf Biff ansprechen können, von wegen, was macht er da? Und da meinte er, ja, jeder darf zum öffentlichen Verkauf kommen, selbst Biff. Deswegen wollte ich gerade mal wegen Biff, ne? Okay, ich muss Docs Notizbuch schützen. Dieses Notizbuch ist Docs Erbe. Es ist meine Pflicht, es zu schützen. Moment mal, hast du mir nicht gerade erst erzählt, Doc wäre noch am Leben und würde irgendwo herumreisen? Ja. Warum ist es dann deine Pflicht, sein Erbe zu schützen? Beides geht nicht, Marty. Wenn Doc lebt, kann er sein Erbe selbst schützen.
Ich schaue mich weiter um. Danke, Dad. Was hat denn Daddy da hingepackt? Martys Gitarre. Hey, Dad, warum hängt an meiner Gitarre ein Preisschild? Entschuldigung, Junge. Da war wohl jemand übereifrig. Nimm sie dir. Ich kläre das mit der Bank. Du hast Bartys Gitarre genommen. Klicke mit der linken Maustaste auf die blinkende Inventarschaltfläche. Das ist alles ein Tutorial, deswegen die ganzen Hinweise und so, ne? Da, Inventar. Unnormales Inventar. Objekt untersuchen, Objekt benutzen. Sieht vielleicht nicht so aus, aber die geht richtig ab. Markiere das Foto von George. Ich behalte dieses Foto von meinem Vater, um mich daran zu erinnern, dass auch der größte Versager ein cooler Typ werden kann. Ey, das Brombomberstärker heißt sogar in den Kommentaren. Was soll denn das? Ja, Objekt benutzen. Machen wir Musik? Hier ein altbekannter Song. One, two, three. Sieh mal an, Chuck Blödkopf. Ich zeig dir mal, wie das geht. Sieh dir an, wie ich die Bude rocke. Wie du meinst. Hau rein, Biff. Oh, Scheiße. Das dachte ich mir. Doc, wo sind sie? Was? Die Zeitmaschine. Ist der DeLorean? Okay, Auto, kann ich sonst irgendwas hier? Oh, nein, nur Auto. Was ist das Auto? Ich habe ja keine Option für angucken oder so, ne? Ich habe nur Auto. Hallo, Auto. Doc? Wo kommst du her, mein Kleiner? Und wo hast du Doc gelassen? Wir sitzen im DeLorean. Okay. Also das Ding ist offiziell aus, wie es aussieht. Die kann ich benutzen, um mein Datum in die Zeitleitung einzugeben. Wem sagst du das? Die kann ich benutzen, um mein Datum in die Zeitleitung einzugeben. Ganz richtig. Da haben wir einen Schuh. Okay, Doc. Wir haben uns zwar seit Monaten nicht gesehen, aber ich bin mir sicher, dass das nicht Ihr Schuh ist. Nein. Außer Doc trägt neuerdings Damenschuhe, das weiß ich nicht. Ein Zeitleitungsschalter. Sieht aus, als würde die Zeitleitung noch funktionieren. Jetzt muss ich nur noch rausfinden, wann ich Doc suchen soll. Ja. Sollst du ihn suchen? Marty? Marty, wenn du das hörst, dann ist die automatische DeLorean-Aufspürfunktion ein voller Erfolg. Automatisches Aufspüren? Für den Fall, dass ich es nicht schaffe, rechtzeitig zu meinem DeLorean zurückzukehren, habe ich die Zeitmaschine so programmiert, dass sie auch ohne mich in die vierdimensionalen Koordinaten springt. Wie du weißt, sind Zeitreisen sehr riskant und trotz all meiner Sicherheitsvorkehrungen besteht immer die Möglichkeit, dass ich irgendwann in Schwierigkeiten gerate. Das irgendwann ist jetzt. Oder schon vorbei. Oder später. Er steckt in Schwierigkeiten. Marty, du hast schon einmal meine Vergangenheit gerettet. Oder war es die Zukunft? Wie auch immer, ich verlasse mich darauf, dass du das noch einmal tust. Bitte reise mit meinem DeLorean zurück oder vor, in die Zeit, in der ich mich befinde. Du wirst sicher wissen, was zu tun ist, wenn du hier bist. Das war's? Wollen Sie mir nicht sagen, wann das ist? Reise einfach zu dem Datum, das auf der Anzeige der Zeitleitung als letzte Abreisezeit angegeben ist. Viel Glück. Okay. Letzte Abreisezeit. Legen wir los. Komm schon. Mist.
Großartig. Wie soll ich ihn jetzt finden? Ja, die Kiste zeigt dir an, wann das Datum war. Verdammt, was ist das hier? Marty? Ah. Okay, er spielt ihn nochmal ganz. Der Schuh. Dieser Zeitreiseschuh ist mein einziger Hinweis bei der Suche nach Doc. Ja. Sonst können wir hier nichts machen, ne? Ne, wir können nur raus. Hey, Vater! Doc lebt, sein Auto ist da. Ich kann auch nicht mal reingehen. Okay, das war einfach die Sache. Was ist Doc passiert, Aini? Wow. Hier. Gib ihm den Schuh. Da. Was weißt du über diesen Schuh, Aini? Oh Mann, ich glaube, er hat eine Fährte aufgenommen. Juhu.